Ich bereue nichts. Wien. Wegen einem Mann noch nicht lange her. Mit meiner Oma, die leider nicht mehr lebt. Gibt es jemanden, sage ich keinen Namen. Frühreif, zurückhaltend. Mein liebstes Kleidungsstück ist als Opernsängerin ein Abendkleid, privat eine 70er Jahre Radio-Uhr, die ich von einem ganz lieben Freund geschenkt bekommen habe. Musik und Zeit. Das weiß ich nicht. Es kommt auf die Situation an. Meine größte Sünde. Meine Sünden sind alle gleich groß. Dressurreiterin und Flötistin.